Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Ja, was machen? Ich bin auf nichts gekommen. Ja. Nein, aber wir hatten für März, glaube ich, jetzt Pradenz. Aber ich habe Karten von meiner Schwiegermutter bekommen. Für? Danke. Für Kiss im Mann in Dortmund? Im Juni. You know. Kiss im Juni ist ambitioniert. Boah, Kiss im Juni. Richtig jung sind die ja auch nicht mehr. So haben Juni wir doch. Ist nein, ich habe auch da eine Versicherung abgeschlossen. Wie der Gene Simmons verkauft hat, ja, wahrscheinlich noch. Event-Team-Versicherung, weißt du, falls sie nicht hinkommen. Für den Fall, dass alle Bandmitglieder sterben. Können sie ihre Karte kostenlos bei eBay verkaufen. Ja. Ja, Kiss macht immer noch die besten Konzerte, oder? Sind immer noch du die warst besten damals, und findest du Frank Sinatra wirklich gut? Ja, ich habe das immer sehr gemocht. Was er gehörte auch zur Mafia, mehr sage ich nicht. Na, er gehörte nicht zur Mafia. Er gehörte dazu. Nein. Er gehörte dazu. Red Pack. Ja, der Red Pack hat ja, mit der Mafia da nichts alles zu tun. Doch. Lass alle. Dir das jetzt erzählen. Glaub mir das. So. Ich habe mit allen noch Kontakt Fun Fact. Gehabt. Er hat sich von der Mafia reinziehen lassen, er hat sich kaufen lassen, um eine Show in Las Vegas dann zu bekommen. Oh, du bist näher dran. Als wer? Als ich. An Frank Sinatra. Ja, da du weißt, dass der sich hat kaufen lassen. Ich habe gedacht, der ist einfach nur nee, der gehört nicht, zur Mafia, er war nur ein Halbitaliener und da haben die gar keinen Bock drauf. Also nur als nicht einrassiger Italiener kommst du ja sowieso nicht in die Mafia. Schwierige Kiste. Als Ehre gar nicht zum Beispiel. Und dem haben sie so ein bisschen den Arsch gepudert und dann deswegen war auch immer gezwungen, immer vier Tische vorne frei zu halten, damit die ganzen Mafia-Pöbel, die sich auch nicht benehmen konnten und fraßen wie die Schweine, die haben wir noch gegessen bei Konzerten. Kennt man ja von der Politik heute. Richtig. Und die musste er halt aushalten dann für den Rest seines Lebens letztendlich. Ja. Und das war. Aber du warst der Einzige, der Karten dafür kaufen wollte, in der Schlange, die es nicht gab. Ich habe mir Karten dafür gekauft. Irgendwann 1900, Anfang der 90er in Dortmund. Oder also 2020 wäre schlecht gewesen. Ja, genau. Der Enkeltrick. Also, weißt du? Ja. Frank Sinatra, Sitze als Einziger. Das waren alle Türen mit dem Brecheisen aufgemacht. Kenn ich vor meinen Auftritten. Nee, habe ich gesehen, das Konzert war toll, aber er konnte sich halt den Text nicht mehr merken. Er hat nicht so gut geprompt. Hast du dann in diesem kleinen Kasten. Nee, ich hätte es gekonnt. Ich immer gesagt immer so, das heißt, like my way. Ja, nee, like my way kommt gar nicht vor. Kommt gar nicht vor. Nee, das wäre richtig scheiße geworden. I did it my way. Ja, und das Konzert war teuer und gut und ich war der Jüngste. Und da war ich auch schon 30. Ich habe auf der Oststraße, die jeder kennt, in Duisburg, du nicht. Ein harter Bruch offen gestanden. Aber und da habe ich New York, New York als Neudorf gesungen. Als was? New York, New York, ein Lied. New York, New York kenne ich aber danach. Was war das? Neudorf ist ein Stadtteil, in dem ich auch geboren bin, wo jetzt die Uni drin ist. Was heißt auch geboren? In welchem Stadtteil bist du noch geboren? Ich bin in allen Stadtteilen geboren. Es war 3 Tage ein harter Kampf. Ja, das war wirklich. Wir waren halt im Auto. Weißt du, dass James Bond eigentlich in Wattenscheid geboren natürlich, ist? Selbstverständlich, natürlich, ja. Das ist ja genau das, was ich mal sage. Das hätte ich gerne mal gelesen. Wer die Biografie geschrieben hat, aber der hatte Humor, der Typ. Ja? Oder sie. Ja, der ist wohl im Zug gestrandet und also irgendwie mit dem Geheimzug ist der Vater, die Mutter niedergekommen von James Bond und das war auf der Höhe von Wattenscheid. Das fanden die cool, weil das schön exotisch klang und ich wünschte, er wäre da geblieben. Ja. Da hatte dieses, der Verein wäre nie untergegangen. Da kannst du mich für begucken, Blofeld. Weißt du, solche Sachen, die hätte ich wahnsinnig gerne gesehen in so einem James Bond. Allein der Schütze. Du hast wohl ein Ei am Wandern. Zack, und dann so irgendwann mal. Nicht sollen sein, schade. Aber schade, Smooth Operator, 1984, super Lied. Oder nach Köln bis Goldfinger. Ja. Aber. Aber habe ich wahnsinnig gerne gehört. Super. Hast du die neue CD gehört? Ich habe die neue CD gehört. Ein Lied gefällt mir, der Rest klingt wie aber früher. Ja. Und das ist ja das Problem, das ist ja der kleine Fehler, den wir alle machen. Alles, was wie früher klingt, da schlägt bei uns das Nostalgieherz und dann ist irgendwie nicht mehr so wie früher. Aber Haichi, Bum, Haichi, Bum, Bum. Ja, das macht mich so aggressiv. Also, das ist eine Mu, eine Mäh, eine Tete, Rettete. Sag halt eine Kuh, boah, eine Ziege, eine Scheißtrompete. Ja. Mein Gott. Guck mal, bei der Hitparade. Die klatschen nicht alle gleich. Nein, tun und sie nicht. Immer wird bei Nena, bei 99 Luftballons, im falschen Moment geklatscht. Und sie hat noch was zu sagen. Bei Nena wird momentan nur noch am falschen Moment geklatscht, tatsächlich. Also, das. Ne, aber dann plötzlich und alles applaudiert, weil sie die nicht kennen. Ja, das ist eben das. Ja. Die haben dann immer, ich glaube, Vollplayback gesungen. Was ist deine Lieblingsband? Lieblingsband? Ja.
Stimmungsabhängig. Stimmungsabhängig. The Smiths. Kiss auch. Ja. Kiss mag ich auch aber sehr The gerne. Aber The Smiths ist auch, aber ist doch mehr so hin. Ich finde aber auch die Berliner Symphoniker ziemlich geil. Gilt das als Band? Wenn man das zusammen macht. Ja. Kiss und Kiss die hat Berliner mit den australischen Symphonieorchesterleuten. Ja. Das ist der Fachausdruck. Der Orchestertyp. Ja. Geigenmann. In Melbourne eine CD aufgenommen, die durchaus hörenswert ist. Hörenswert im Sinne von klingt gut oder? Die ist gut. Super Musik. Die hören wir immer so. Ich bin immer froh, wenn ich Jackie auf meine Musik da ein bisschen aufmerksam mache und sie guckt. Gene Simmons hat ihr eine Ghetto-Faust gegeben. Und sie sagt nicht, Gene Simmons hat mir eine Ghetto-Faust gegeben, der Lange hat mir eine Ghetto-Faust gegeben. Der Lange, das ist richtig. Das sind ja... Das ist, weil wir waren Meet and Greet in das Berlin. Das sind deren Namen von Kiss. Der Lange hat mir eine Ghetto-Faust. Das sind die Namen von Kiss. Der Lange, der Typ. Ja, der mit dem Stern. Das Reptil, Sternen, ja. Sternen-Dude. Und der mit dem Spiegel. Aber Gene Simmons hat immer... Hast du das Buch gelesen von Gene Simmons? Sex and Drugs? Wie man Millionär wird. Ja, genau, ja. Er hat recht, aber es war schon. Aber ich glaube, er wird Millionär mit dem Verkauf dieses Buches. Nee, wie er das organisiert hat. Er hat eine Pornodarstellerin als Frau. Also, hui. Ja, aber es kostet jetzt nicht per se Geld. Also, was ich. Nein. Aber dass das so kommt, muss er doch erstmal. Der war auch mal mit Diana Ross zusammen. Der war im Leben nicht mit Diana Ross zusammen. Der war sowas von mit Diana Ross zusammen. In the Leben nicht. In the ganzen Leben nicht. 100% Teig. Glaub mir. Und ich vertue mich mit Donna Summer, oder wie die hieß. Ne? So, die ist verstorben. Und ich bin beim Bayerischen Rundfunk und sag, ja, die ist ja, Diana Ross ist ja gestorben, die machen wir mit Gene Simmons zusammen. Es gab Anrufe die ganze Nacht. Das ist ja übrigens Diana, nicht Diana. Ja. Also, dass er sagt, das ist Diana. Ja gut, das ich bin da Engländer. Ja. Und... Und das wird ein schöner weil Podcast. Ich Donna Summer, leider, sie ist tatsächlich verstorben, aber ich habe gesagt, Diana Ross wäre verstorben, die ja mal mit Gene Simmons zusammen war. Und das mache ich in einem Interview, was 6 Stunden live läuft, abends, so Comedy-Nacht mit ihm. Und mit ihm, ja. Ihmchen hier, ja. Genau, ich weiß. So, auf einmal geht der Telefon die ganze Zeit. Boah, Diana Ross ist tot. Und dann mussten wir das morgens um 6:15 aufklären. Das Donna Summer. Dass du ein Alibi hast einfach. Das Donna Summer. Nicht nur Kolibri habe ich. Ja. Aber war er wirklich mit ihr zusammen? Der war mit Diana Ross zusammen. In den 70ern irgendwie. Wo die noch bei Motown war. Die waren ganz kurz bei Motown und dann sind die ja rübergegangen zu... Twifters? Zu Casablanca Records. Man konnte das Album eine Kissplatte. Dress to Kill war Casablanca Records. Man konnte eine Kissplatte von Weitem erkennen, weil nur die dieses Logo hatten. Richtig, die Casablanca-Logo. Ja, sehr auch schön. Gar nichts anderes hatten, einfach nur dieses hellbraune mit. Mit Palmen. Hintergrund von Casablanca tatsächlich, was ausgesprochen. Ein passt. Film mit Humphrey. Oh, Casablanca. Ja. Er hat übrigens in dem Film nicht einmal gesagt, spiel's nochmal. Ich weiß. Sam. Sam. Hat er nie gesagt. Nee. Es gibt Sachen, die, wo man, warum? Er hat bei Derek nie gesagt, fahr den Wagen vor, der Harry. Ja. Hat den Wagen, das hat er nicht in einmal gesagt. Und jeder sagt, fahr den Wagen vor, Harry. Ich weiß, das ist ein schreckliches Missverständnis. Ja, das ist eine Sache. Ich finde, deswegen werde ich auch vielleicht in solche Sendungen nicht eingeladen, weil ich zu viel weiß. Ich glaube, du wirst in solche Sendungen nicht eingeladen, weil du zu viel weißt und das dann auch sagst. Weil gehörst du jetzt zum festen Line-Up bei Tage 7 Köpfe? Da sei der liebe Gott vor. Ich bewege mich gerade wie ein Söldner so ein bisschen. Ich beschäftige wer moderiert? Mich, Guido Kanz macht es deswegen auch. Jetzt fange ich auch schon an. Ich habe schon einen. Verstehe die Spaß. Geht so. Ja. Nee, ich mache das jetzt nochmal. Ich finde das ganz. Es hängt immer für mich ab von den Leuten und ob ich überhaupt kann, ob ich also schreiben kann. Ich muss ja morgen dann mal schreiben, gucken, was für Themen. Wahrscheinlich ich schreibe Ukraine. Vorher? Ja, klar, schreibe ich alles vorher. Echt? Wer schreibt, der bleibt. Klar. Also deswegen vielleicht ich auch. Ich schreibe alles. Und dann wer sitzt hier schwitzt? Nein, ich schreibe nie. Man sagt mir vorher so und dann sage ich ja. Ja, und das ist das. Hast du Karneval gemacht? Klammer auf. Ich habe 4 Jahre Karneval gemacht. Ich bin nicht Sauerland. Also nee, nein, jetzt gar nicht. Nein, jetzt war nichts. Ne? Ja. Nee, die machen das ja im Vorfeld schon. Wo auch immer das ist, im Sauerland wahrscheinlich. Aber ich wie eine Silvesterparty.
du denkst, mein Gott, welche Leute, haben die nichts anderes, haben die keine Familie, warum feiern die denn da Silvester? Und dann werden im Hintergrund ein paar Raketen hochgeschossen und was, und das ist aber im August gedreht worden. Ja. Fake. Lüg, trüg, fake. Lüg und trüg. Ja. Wie wir es kennen. Was machst du im Moment so? Willst du? Ich habe... Machst du eigentlich auch Fernsehen? 7 Tage, 7 Köpfe, habe ich gehört. Ja, aber nur noch einmal. Schön, dass du es aufgeschnappt hast. Tatsächlich ja. Freue ich mich auf den Zusammenschnitt dieses Podcasts, wo du mir 8 Mal und dieselbe Frage stellst. Ja. Am laufenden Band wird gar nicht wiederholt, ne? Ich bin guter Hoffnung, dass das auch noch kommt. Es kommt alles wieder. Ich glaube auch, ich würde, einer wird gewinnen moderieren, habe ich eben gesagt, weil ich tatsächlich so ein Frankenfeld bin. Ein Frankenfeld? So ein ruhiger. Die Kreatur, die wiederbelebt wird, ist Frankenstein. Du musst... Lies das nochmal nach. Hast du noch Schrauben im Kopf? Das ist doch Spax. Aber das wurde doch mit Spax festgemacht, oder nicht? Spax beiseite. Ich glaube, dass das Gewindeschrauben waren. Ja, ich glaube auch, dass das eigentlich nur eine normale Holzschraube ist. Meinst du? Spax, ich glaube, da war gar nichts befestigt. Das war nur wegen Deko. Dübel. Für die Kreatur. Dübel. Genau. Arno Dübel. Fischer. Ja. Da haben wir wieder Fischer-Set. Hatte ich gedacht, hätten nur einen Song gehabt, Marie, aber die haben noch mehrere gehabt. Ja, Fischer-Set. Ja. Das bedeutet nicht also Fische dies, sondern wie hießen so, ganz komisch. Ja. Hieß der mit Vornamen Fischer oder hieß einer Fischer? Ich weiß das gar nicht und das macht mich bekloppt. Hubert hieß nicht mit Nachnamen K, das ist eine Abkürzung. Ja, Kemmler. Echt? Ja, kein Scheiß. Warst du mit im Dschungelcamp? Ich war noch nicht, aber ich arbeite dran, glaube ich. War Hubert K nicht auch? Nee. Hubert K. war im Dschungel. Nee, der war nicht im Dschungel. War Hubert K. im Dschungel? Wir fragen mal das geneigte Publikum. Boy George war, glaube ich. Promi Big Brother. Ja, genau. Deswegen haben wir nicht gesehen. Ja, Dschungel mit sanitären Anlagen. Ja. Würdest du, wenn du wirklich in einer finanziellen Situation bist, wo du genau weißt, du würdest jetzt hier deine 2-Zimmer-Wohnung durchaus verlieren können, würdest du in den Dschungel, in eine Promi-Villa oder nackt Fritten ich muss ganz klar sagen, wenn ich in so eine Notlage komme, muss ich andere Maßnahmen ergreifen. Wenn ich wirklich, wenn ich finanziell... Ja, guck mal, wo du gerade bist. Ich würde zuerst den Butler entlassen. Das wäre der erste Punkt. Ja. Butler weg. Ja. Dann will ich gucken, wer den Hubschrauber nimmt. Und dann würde ich nicht ins Dschungelcamp gehen. Es entspricht nicht meinen Neigungen. Weil was sie wollen von dir im Dschungel ist ja eigentlich, dass ich mit den anderen Leuten in die Köpfe kriege. Sie erzeugen Langeweile, machen von dir abhängig, dass du jetzt Alligatorenpimmel reinziehst, damit die Leute abends Zwieback kriegen und bauen bewusst Beef auf. Es ist auf Konfrontation ausgelegt und das ist, weil es kalkuliert ist, weil du ansonsten nichts zu sehen kriegst. Da scheißt einer ins Gebüsch. Wer ist das? Rex Gildo? Das ist so eine Sache, die mich nicht an. Ich habe es auch noch nie geguckt. So. Es spricht mich einfach nicht an. Es ist meine Sorte aus dieser Sicht noch nie. Ja. Aber für mich ist das so, ich will da nicht hin. Punkt. Ja, ich auch nicht. Nein, hier auch hier Pommes unter Palmen, hier, was der Friedenhaus ist. Sommer. Pommes unter Palmen. Pommes unter Palmen. Das ist fantastisch. Ich weiß nicht, du zeigst ja der Öffentlichkeit, Ermi, du bist nicht perfekt, wie jeder von mir denkt. Ja, klar, natürlich. Das bei dir ist einfach Sprachgebrauch. Warum haben wir beide eigentlich noch keine direkte Sendung, wo man sagt, alles klar, wir setzen ihn beide jetzt zusammen als Moderatorenteam und nennen es. Wo bist du bei mit den 7? Bitte was? Wie heißt er mit den 7? Die glorreichen 7, Jule Brünner. Wir nehmen 8 Tage, 7 Köpfe. Nee, 7 Tage. Nee, lass uns 8 Tage nehmen und dann kommt das immer zeitversetzt. Ein Monat. Ein Monat 10 Köpfe. Es kommt einen Tag vor Ausstrahlung. Dass man so ein Moderatoren-Team bildet. Du machst so die eine Ecke und ich die andere. Das ist total super. Das Problem ist, du musst schreiben. Und da kippt es wieder. Das könnte man schon machen. Ich kann schreiben. Ich habe ich hatte damals einen Pelikanfüller. Das stelle ich mir stressig vor, wenn ich ehrlich bin. Der Wechsel war sehr schwierig. Die kacken einmal alles voll, aber man muss gucken. Man will ja. Pelikanfüller klingt wie so ein Beruf. Das ist jemand, der nur so riesige Fische. Da ist Sodomie, bis kurz gekommen. Sodomie. Wie du mir Sodomie. Ja, ganz. Da, es ist soweit. Es wird Zeit, Feierabend zu machen. Wirklich. Es geht gegen 10. Lösch die Kandelaber. Ja. Nein, aber ist tatsächlich für einen selber so, dass man sagt: Alles klar, man könnte bei sowas mitmachen. Man und könnte, wenn es um Schreiben geht, habe ich jemand. Das ist auch eine geile Auskunft. Ja. So.
Nein, das ist ja auch, sind ja auch Buchstaben und Reihenfolgen. Ich weiß, dass du das kannst. Nee, ja. Ich finde, Fernsehen, selber Fernsehen machen, also mit einer eigenen Sendung, ist viel Arbeit. Man muss die Kacke halt, entweder du schreibst sie oder jemand schreibt sie dir. Und wenn sie jemand schreibt, wird es nicht so gut, wenn du sie schreibst. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber du fühlst dich wohler, wenn du sie schreibst. Außerdem gibt es mehr Geld, wenn du sie schreibst. Und es ist die Wahrheit. Die Frage ist, wer ist Dusi? Ich. Dusi? Ja. Dusi bedeutet 1000. Das ist ein Slang-Ausdruck aus dem Ruhrgebiet, das solltest du wissen. Das ist mal ein Dusi für mich. Ja, hast so. Du, ja das ja. ist richtig. Ja. Das ist vollkommen richtig. Ein Fuchs sind 50 Pfennig. Ja, ein Dusi, ein Tausender, ja. Ja, man hat für das jetzige Geld keine schönen Namen. Gib mir mal bitte 1 Euro. Als Bettler, gib mal eine Mark. Gib es nicht. Eine Mark. Geben Sie mir bitte 1 Euro. Da bist du doch schon weg. Das ist ganz schlimm. Da gehst du doch schon vorbei, weißt du, bei der Satz lang. Den gab es bei euch nicht. Ne? Der Typ, der Heftpflaster verkauft hat, 1 Meter, 1 Mark. Der stand bei uns, das hat mich so vermisst. Der ist wahrscheinlich tot, fürchte ich. Er hatte auch nur ein Bein. Ja. Also das Bein war früher tot als er, was auf der Hand liegt. Der stand am Westen Hellwig in Dortmund, der ist immer noch so. Ja. Und hat ein Pflaster verkauft, 1 Meter, 1 Mark. Und das war, das war so ein Ding, wo 1 Meter, 1 Mark. Man braucht es immer dann, wenn man es nicht hat. Das ist völlig richtig. Ja, aber Pflasterarbeiten sind ja auch. Ja, nee, das war. Dafür geht. Ja, also ich fand 1 Meter, 1 Mark für so ein Pflaster. Das war ja. So ein langes Heftpflaster. Ach so, du meinst jetzt zum Verkleben. Ich dachte jetzt, der Gießbeton. Nee, schon aus. So ganz feiner Klinker. Dafür war es ganz günstig. Da stand von 9-Euro-Paletten, die er jeden Morgen von C&A geräumt hat. Ja. Und alles so, nee, das ist mir zu viel. Nein, ist ja so, dass du manchmal denkst, so, wir haben ja alle dieselbe Anfangszeit, so, wo du denkst, wir haben denselben Anfang, aber der sitzt dann da und verkauft Pflaster und der andere lacht dich aus, weil du Kredit willst. Ja, aber der Anfang ist doch erstmal derselbe. Ne? Nein, ist für mich wirklich so. Warum geht der Weg so auseinander? Ja, man hat die. Ich werde bescheuert durch die Worte. Ja? Thorsten, was machst du im Moment? Es ist keine Frage des Werdens, mein Lieber. Was mache ich im Moment? Tatsächlich. Also innerlich sitze ich bereits wir im haben Wagen. Natürlich, gut, dass du das sagst. Wir haben natürlich immer, wir haben hier tatsächlich alttraditionell einen Bingo-Abend. Ja, Bingo ist jetzt nicht unbedingt nur ein Hund, sondern auch gleichzeitig ein Spiel, was hier gern gespielt wird. Ja. Und wir haben 2 Artikel. Einmal das Hörbuch 2. Also es gab wohl ein erstes auch. Scheinbar. Ja. Es ist Zauberei, wie du hier auch vormachst. Ja. Aber es ist 2 und es sind 3 drin. Ja. Ja. Das ist der Hütchenspielertrick als CD. Ja. Man zerbricht daran, wenn man es aufmacht. Ich habe mit dem Kollegen Hütchen gespielt und da hatte ich die durchsichtigen Gläser. Ja. Und zweimal trotzdem verloren. trotzdem. Und dein gewonnen. Neuestes Buch, gestern rausgekommen. Ich mache gerade ein neues. Guten. Das neue, sage ich jetzt schon, heißt, du kannst alles lassen, du musst es nur wollen. Das kommt im September. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja gut, so lange sitzen wir jetzt hier nicht. Nee, ich hatte. Gute Nacht. Das erleichtert mich offen gestanden. Ja. Du magst Horror? Ich mag Horror gerne, du nicht? Tanz der Teufel, kennst du den Film? Ja, wer kennt ihn nicht? Ja, aber warum haut sie die nicht direkt auf die Fresse, sondern er rät erst Karten? Ja, jetzt kommst du. Merkst du was? Und dann mit dem Bleistift. Ich wollte ein Bleistift. Und ich will gar nicht wissen, welche sagen wir, HB4 war oder was. Dieser Bleistift wurde im Bein. Ich weiß, mit, ja, mit dem Bein, mit dem Rumrühren. Ja. Weil es großartige Effekte waren. Ich meine, wer geht denn in so ein Haus rein, mitten im Wald? Warum muss ich denn dahin? Da ist in den ich habe noch niemals empfangen. So, angezapft ist. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Danke dir. Und natürlich mit dem leckeren Köpi. Darf nicht fehlen. Das ist halt. Damals gab es noch keine Mobiltelefone. Ja. Von daher war das nicht so tragisch. Die ersten Mobiltelefone bei Dallas, wo der mit der Antenne den antippen konnte, den er anruft, egal wo der ist. Ja. Ja, guter Gag. Gutes Ding. Manfred. Ja, ich kaufe das Kind. Ja, ich kaufe das Kind. Aber das ist halt eben das, um eine Handlung voranzutreiben. Ja. Manchmal. Ich weiß, dir wird das absurd vorkommen, aber manchmal haben Dinge einfach eine gewisse Struktur. Und das siehst du bei Filmen ganz besonders deutlich. Das ist ja absurd. Und zwar nur bei Filmen. Ja. Das, was guckst du Filme? Heißt, Netflix? Ich gucke viel Filme, ja. Aber nicht nur auf Netflix. Ich gehe auch gerne ins Kino. Geht mal ins Kino. Schaut euch The Batman an. Morgen? Ja, genau. Müssen wir alle guck mit? Guck dir morgen The Batman an. Ist das irgendwie auch hier diese, also wie Superman? Ja, nur halt vollkommen anders. Weil es ja Batman ist. Ich fand Superman stockschwul immer eigentlich. Während Batman, der war cooler. Irgendwie. Gotham, Duisburg. Ne?
Du gehst durch die Innenstadt und denkst, ah, hier kommt gleich das Zeichen. Ich habe bei Superman immer gefragt, ich meine, der wird uns dargestellt als edler Held, der die Brille abnimmt und so, aber der kommt doch auf den Planeten, der wächst da auf. Dem muss doch klar sein, wenn der aufwächst in der Pubertät, dass wir alles wachsweiche Wichser sind. Mit einem Bums kann der uns töten. Wieso ist, wir haben Glück, dass das so ein netter Kerl ist. Ja. Das könnte ja vollkommen eine Psycho sein. Warum zieht der nicht zurück? Was? Ja, hier, wo der herkommt. Hier Krypton ist explodiert, da wird er sich viele Teile... Das ich muss kenne er nur von Melmac. Ja, von Melmac. Ja, genau. Der Nachbar, Herr Otschmonek. Das ist von Melmac. Das ist ein ähnliches Problem übrigens. Einmal falsch abgewogen. Das fehlt mir. Alf sollte wiederkommen. Alf. Tommy Pieper ist noch am Damm. Alf sollte wiederkommen. Das ist, für mich war Alf der Held. Alf. Ja? Richtig scheiße. So. Pumuckl. Willi. Gegenentwurf. Alf. Willi. Alf. Das sind Dialoge. Ja, das wollen die nicht schreiben. Ja, das war halt toll. Ja. Also ja. Alf fehlt. Ja, Pumuckl weiß ich nicht. Gustl Beierhammer fand ich gut. War das Gustl Beierhammer? Ja, der hat seine Rolle auch authentisch gespielt. Aber ich glaube, Pumuckl war gezeichnet. Vom Leben. Ja. Er war beschissen zweidimensional. Der war ja Schreiner. Ich habe den nie richtig arbeiten sehen. Pumuckl nie war gesehen, nie ein Schreiner, war ein Kobold. Ja, Annalena Baerbock sagt das ja auch. Ja. Die hat auch den Sauger davon. Es zerfasert zusehends und ich habe eine Currywurst vorgestellt. Nein, ich brauche noch zwei Unterschriften von dir, wenn ich doch nur den Edding, kennst du den Film, Edding the Eagle? wenn ich den, aber mein Team lässt mich wieder im Freien stehen. Könnte ich bitte einen Edding haben? Edding the Eagle. Das ist sowas von richtig... Das ist, ja, es ist schon sehr aufdringlich, danke. Ja. Ja, Edding the Eagle. Wenn du... Der schreibt nicht, dann nimm den. Welchen? Wer schreibt? Der schreibt und der nicht? Nee. Dann nimm den bitte. Ja. Thorsten, wenn du hier auf Seite 1, wo dir scheinbar nichts eingefallen ist. Bingo, 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 Thorsten Sträter schreiben würdest, würde das in den Bingo, Bingo, Bingo Abend gehen. Es gewinnt also jemand, der... 5 Zahlen in einer Reihe gleichzeitig tippt. Ist wie Lotto, nur weiß, besser. Wie Bingo funktioniert. Ja. Ich bin ja froh, dass ihr keine Gangbang-Abende macht. Aber die hatten wir gestern. Es ist 2 Personen haben lediglich teilgenommen. Es ist ja so, dass wir vom Alter dem Bingo-Spiel immer näher kommen. Wenn du das hier auch nochmal machen kannst, da kannst du auf die CD, da ist auf einer Seite ist kein Druck. Nein, schreib mit Ermo drauf, saß ich hier für euch. Das gibt es hier im Hocker beim Bingo-Abend zu gewinnen. Also kommt zahlreich und in Gruppen. Wann machst du immer Bingo-Abend? Weiß ich doch nicht. Drück da richtig drauf, damit du verschmiert. Ich drücke richtig drauf. Wir lassen das jetzt trocknen. Das dauert etwa 2 Wochen. Okay, warte. Thorsten, es war ein Fest. Normalerweise kann ein abruptes Ende. Nee, du wolltest... Ich habe gehört im... dass die Currywurst fertig ist. Nee, ich wollte eigentlich nur erzählen, was ich gerade so mache, ehrlich gesagt. Geht deine Mütze nicht immer hoch beim Reden? Hast du so eine straffe Struktur in der Mütze, dass du nicht immer so... Nee, die rutscht immer runter, weil ich seit einer Stunde den Kopf schüttel. Mhm. Und das ist... Ja. Da hält die dann. Wenn ich meinen Kopf schüttel ist... Also gehört hier nicht. Das ist so eine Spacke. So. Du hast mir mal eine geschenkt beim Sträters Männerhaushalt. Wir haben etwas gemacht. Die lassen wir nähen in Herne. Boah. Ließen nähen. Hast du das eigentlich? Wir haben was beide getrunken, was wir da gemixt haben. Das ist sowas von ekelhaft. Boah, das war kotzeleid. Das war unreife Scheiße, die wir da gemacht haben. Ja, natürlich. Haben. Aber ich fand's lustig. War auch mein Mixer. Weißt die du? Beiden Zuschauer ja auch. Ja. Aber nein, es war. Wir haben alles. Frikadelle. Wir haben irgendwas reingetan, was die ganze Scheiße zum Kippen gebracht hat. Aber es war okay. Cremig. Ich glaube, es war die Mayo oder der Senf, der das ganze Ding... Der war abgelaufen. So einen unguten Wucht... Ja, der war abgelaufen. Ja. Der Senf war abgelaufen. Ja. Nur die Mayonnaise, die war auch. Die war ungut also, ins Jenseits gekippt. Und da habe ich speien. Speien habe ich wollen. Ja. Musste mal moderieren. Das war ganz schlimm. Ja. Mach ich auch nicht nochmal. Speien, ein schöner Möchtest du nochmal in meiner Ort. Sendung kommen, weil ich bald wieder eine mache? Ach so, ja. Du lädst mich ja nie ein. Du hast letztes Mal so eine schöne Weihnachtssendung gehabt, die Neujahr gesendet wurde. Ja. Mit Dieter Nuhr. Ja. Caroline Kebekus und Atze.
Du, ich muss dir Schröder. Ganz, ich muss dir ganz und ehrlich, wenn einer in die Reihe gehört. Ich weiß, aber pass auf, es wird schwierig. Dann ist es Mario Barth. Ich hätte dich eingeladen, aber wir haben sie vor 5 Jahren aufgezeichnet. Das ist so ambitioniert im Moment. Ich glaube auch, dass von oben gesagt haben, nee, lass das mal mit dem. Wir sind auf dich gar nicht gekommen, weil Siehste? Wir haben gehört, du gehst ja nicht ins Fernsehen. Und deswegen, da haben wir, doch, würdest doch zu mir in die Sendung. Ich hatte Bingo-Abend, ich konnte nicht. Ach ja, stimmt. Ja. Ich lade dich in meine Sendung ein. Ja. An dem Abend spielt wahrscheinlich Blink 142, aber beschissen so. Und Kiss als Vorband. Kiss. Ich hab irgendein Konzert gesehen, zumindest teilweise, da war Iron Maiden Vorband von Kiss. Ja, 1983 in Düsseldorfer Philipshalle war ich mit meinem Onkel da auf die Schultern. Es gab nur noch eine Karte Schulter. Oh, nein, deswegen, und da habe ich Kiss gesehen und Vorband war Iron Maiden mit Paul Di'Anno noch Schlagmikrofon. Und er hat mit meinem, ich habe ihn tatsächlich selber kennengelernt. Und was Lemmy mit, sag ich mal, immer mit dem Whisky so getrunken hat, das hat er in einer halben Stunde gemacht. So was habe ich noch nicht gesehen. Der hat sich die Flasche Jack Daniels eingehauen, wo ich gesagt habe, Hut ab, Mütze auch. Aber ich würde jetzt nicht mehr auf die Bühne gehen. Oder wenn, dann so. Nee, boah, hat er sich einen reingepfiffen. Da kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber Paul Di'Anno ist halt Paul. Und dann kann er die Lieder halt. Er darf ja ein paar Einmain-Lieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Hast du früher auch mal gedacht, das bedeutet, dass die oben keine Lieder haben? Ich finde, so kein Sprichwort, schöner ich dachte, Land in dieser Zeit als Satz, scheiße. Kein schöner Land in dieser Zeit? Kein schöner Land in dieser Zeit. Das ist doch das falsch. Das ist falsch, das ist komplett falsch. Oder, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Wo sind denn da Blätter? Oder geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Da stimmt das nichts an dem richtig. Satz. Doch, das ist richtig. Das ist so würde ich ja, dann gut. auch... Ja, da, kein da ist kein Land Fehler. Kein schöner Zeit. Land in dieser Zeit. Das gibt es. Ja, kannst du irgendein Gedicht zum Schluss? Ja. Bitte. Und zwar, pass auf. Es gibt Gedichte, die ich wirklich mag. Ja? Wo ich selber sage, Markus... Das ist noch nicht das Gedicht, richtig? Weil da wo ich selber sage, Markus, sag ich, ja, das ist gut. Ich sag, ich weiß. Ja? Und zwar... Es stand an seiner Schlossesbrüstung der Ritter Fips in voller Rüstung. Ah, ja. Dann hörte er von unten Krach und sprach zu sich, ich schau mal nach. Und stand da in besagter Brüstung weit an dieser, weiß ich gar nicht, wie das weitergeht. Aber er verlor bald zunächst den Helm und dann den Halt. Genau. Er fiel runter, und das finde ich von Heinz Erzog, er fiel runter und dann... Dass das Leben verging, der Blechschaden war nur gering. Mein Gott, wie lange habe ich das Ding nicht mehr gesprochen? Ich auch. Ich kann auch ich liebe Heinz Erdinger, aber ich merke gerade, ich glaube, ich bestimmt 10 oder 15 Jahre das nicht mehr zitiert habe. Ich hatte ihn nur im Kopf. Aber das sind unsere Wurzeln, so ein bisschen Heinz Erd. Gut, wir haben nichts draus gemacht, aber mir geht das genauso. Boah, aber ich ärgere mich da. Weißt schon, hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, wie vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Das machst du ja heute nicht erst einmal. Ja. Aber es war mein letzter Podcast, so viel steht warte, fest. Warte. Blatt. Ich speise. Ich hatte. Boah, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Mein Ritter Fips? Nee, mit deinen Blatten hatten. Ach so, also sprach man, drüben gibt es frischen Kohl, den ich nun hole, so lebt denn wohl. Und dann, zack, und dann geht es weiter. Es gab noch 4 Seiten. Zu Ostern in Hersfeld, die Mutter spricht, bald ist es Zeit fürs Festtagsgericht. Komm, geh, Mariechen, hinab in den Keller und füll mit Sauerkraut hier diesen Teller. Mhm. Oh Mutter, ich träumte heimlich von einem Mann, der Mann war abscheulich. Sieh überall Männer, die geh selber hol von dem Kraut, von dem Sauern. Ja. Ja. Mariechen tute, sie steigt hinab in den Keller, der finster wie das Grab. Sie füllt ihren Teller, den Teller vom Blech, doch es, solange sie auch füllt, es kommt kein Mann, so ein Pech. Okay. Ey. Der Lurch und seine Frau tranken Säure, blau. Der Lurch kam durch. Das ist alles, was mir jetzt als Gedicht noch eingefallen ist. So. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das war vor einer Stunde. Pass auf, den muss ich nochmal. Ja, okay. Ein Laubsägenbastler aus Zwolle, der baut seiner Frau eine Jolle. Sie segelt aufs Meer, die Brandung war schwer, bei Borkum versank dann die Olle. Okay, warte. Das war Thorsten Sträter. Nein, noch lange nicht. Weil wir wissen ja gar nicht, was er zurzeit macht. Sherlock Holmes sprach neulich zu Watson,
Dieser Fall ist mal wieder zum Katzon. Hätten wir nicht gedöst, wäre der Fall schon gelöst und wir könnten jetzt damit pratzonnen. Das war das letzte Gedicht, das mir einfällt. Ich mache Limericks selber, das ist das Einfachste von der Welt. Wir könnten, pass auf, wir erfinden jetzt einen Limerick. Okay. Ja, pass auf, ich fange mit dem ersten Satz an, du den zweiten. Du hast gerade abmoderiert, das weißt du, ne? Du warst mitten in der Abmoderation. Und es ist nichts komplexer, als einen Limerick zu erfinden. Ja. Wir können genauso gut versuchen, das Ding hier mit Erfrischungsstäbchen zu täfeln. Das ist super komplex. Wir werden es hinkriegen. Ja. Zwei Entertainer stehen in der Kneipe. Boah, Kneipe ist schwer. Kneipe ist ein unglaublich schweres Komplex. Da waren mal zwei Comedians. Comedians ist viel leichter als Kneipe. Ja. Nein, das kann man... Die hatten ein paar Idiots. Ich fange ganz neu an. Ich glaube auch. Der Thorsten und der Markus saßen. Ja. Warte, wir müssen uns überlegen, wie der Versmaß. Dann fang du den ersten Satz Versmaß, an. Versmaß beim Limerick aufgebaut ist. Ja, also die das ersten beiden. Und ein alternatives Ende später auf der DVD. Ja. Schallplatte. 3 DVD-Boxen. Wir werden alle abdecken. Schall-DVD. Wo man alles, was du gesagt hast, selber sortieren als kann. Kassette. In so einer Art Memory. Ja. Das wird super, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Wir sind eigentlich nur Menü. Was? Meine Auffassung ist, wir ein paar Menü drüber. Wir sollen uns. Fang du den ersten Satz an. Ich überlege gerade, was noch. Ja. Ah, ja, okay. Oh. Wie war der erste Satz? Der war gut. ich mache 9. Ja. Thorsten und Markus, zwei Freunde. Ja. Mach du ihn auf Freunde reimt sich nichts. Wenn du Scheune sagst. Wenn ich Scheune sage, ist es ein unsauberer Reim. Meinst du, so will ich hier aussteigen? Ich meine, die Nummer ist derartig strukturiert und gerade gelaufen bis jetzt. Ich möchte auf keinen Fall mit dem scheiß Limerick hier rausgehen. Wo kommt man denn da hin? Man hat bei der Witzarena, ich habe gesagt, erfinde deinen eigenen Witz. Und das hat man immer rausgeschnitten, weil es so scheiße war. Was war denn jeder Einsatz, man musste, jeder sollte in dem Witz einen Satz weitersagen. Und erst ab dem Neuesten, also wenn du wieder dran bist, darf ein Gag folgen. Heißt also, treffen sich zwei Schweizer. Dann sagt der eine, und dann geht er so rum. Und bis du wieder dran bist, erst dann darf ein Gag folgen. Haben sie immer rausgeschnitten, weil nur meine Idee war. Ich werde ja auch nirgendwo eingeladen. Ich check sie auch nicht. Ich check die Idee auch nicht. Ja. Erzähl noch einen guten Witz zum Schluss. Okay, einen guten Witz. Dein Lieblingswitz. Dein Lieblingswitz. Mein absoluter Lieblingswitz. Aber nicht so, kommen Chinese, Godzilla, der Papst und Dingenskirchen sitzen im Flugzeug. Sondern so okay, da sind 4 Leute, die treffen sich nach langer Zeit wieder und der eine geht pinkeln und die anderen sagen so, immer, weißt du was, wir haben noch eine gute Zeit. Wir sind alle zur Schule gegangen und jetzt haben wir alle Familie gegründet. Und mein Sohn, der hat jetzt, der arbeitet bei der Deutschen Bank, weißt du, der hat genug Kohle und so weiter. Ich fühle mich gut. Sagt der Zweite, ja, hast du recht, ich habe auch einen Sohn, der arbeitet bei Mercedes und der verdient auch genug Geld. Da ist eigentlich das Beste, was so geht für mich. Mhm. Ne? Sagt der Dritte, ja, ich hab ja mehrere Hotels, auch hier gerade in Spanien und so weiter. Und mein Sohn, der macht da immer, der ordnet da alles, das ist total geil. So, der Vierte kommt wieder rein und sagt, hör mal, wir reden gerade über unsere Söhne, was ist denn mit deinem Sohn? Ja, der Stricher. Ne, der geht ein bisschen so am Strich und der hat viele auch Freunde, wo er da oral dran geht und so weiter. Ne? Und die anderen, boah, ist ja schlimm. Nee, eigentlich gar nicht. Der hat ein Konto bei der Deutschen Bank, der fährt Mercedes und der hat ein schönes Apartment in Spanien. Okay. Noch ein Stricher wird's untergebracht. Warte. Mein Lieblingswitz. Ich weiß nicht, ob mein Lieblingswitz war. Ja. Meiner ist es nicht. Pass auf, ich mag die doofen. Beim Chinesen, wie wird das ausgesprochen? Nummer 17. Das mag ich, weißt du? Weil man es. Ja. Genau, man kann es auch rassistisch lesen. Das ist eine gute Sache. Dann hat es immer gleich zwei Ebenen. Ja. Mein Lieblingswitz von dir ist, ich habe auf meinen Rasen geschissen, damit Einbrecher denken, ich hätte einen großen Hund. Das war für mich immer ein Favorit. Mach ich heute auch so. Das war für mich immer ein Favorit. Ja, ja. Meine Ecke. Fantastisch auch, komme ich nach Hause, will mich auf die faule Haut legen, ist die einkaufen. Ja. Auch so ein,
So könnte man ganze Programme nennen, ganze Bibliothek. Das sind fantastische Witze. Und die Tür öffnet heute Manuel. Danke, Manuel. Ich habe mal versucht, alles hintereinander zu bringen. Ich überfordere. Nee, das ist einfach, das sind so, das kannst du auch im Museum bringen. Die beiden Schimpansen in der Badewanne und der eine so, und der andere Mann an der Tour war kaltes Wasser dabei. So. Ja. Jetzt können wir auch gepflegt nach Hause gehen. Es war ein wunderschöner Abend, Thorsten. Dankeschön. Wir sind ja im ständigen Kontakt. Markus. Ich habe auch die Schnauze so voll, glaube ich. Ein Podcast, der auch keine Preise gewinnen wird. Wir werden nie zusammen auf die Bühne gehen, um einen Preis abzuholen, den wir schon lange verdient haben, wie zum Beispiel Leute, die eine Mütze tragen. Na, ich sag mal, ich bin zweimal für den Grimme-Preis nominiert, ich würde dich dann anrufen. Ich guck ja grimmig. Wisst ihr was? Ich weiß, das ist mein Mal. Da musst du ein ganzes Stück die Bahn runterfahren. Boah, krieg ich sowieso nicht. Wenn du nominiert bist, kriegst du sowieso nicht. Herr Dietrich hat mehrere Grimme-Preise gewonnen. Welcher Herr Dietrich? Der Typ, der Olli die Türen Dietrich aufmacht bei... Ach so. Ja. Olli, ja. Ja, der hat mehrere Grimme-Preise. Ich krieg auch keinen, aber ich hätte gerne einen. Aber wir haben einen Hund noch hier. Ja, aber ich habe mir eine Currywurst bestellt. Der wird jetzt, wenn du den unterschreiben könntest für den Bingo-Abend. Thorsten Sträter, vielen Dank. Danke.